Was geht's, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Sonic Chronicles, die dunkle Bruderschaft hier bei Crush 4089. Der zweite Chaos Emerald ist in unserem Besitz, weil wir konnten den Anführer dazu, General Raxus oder wie der auch hieß, bezwingen. Und es ist auch Brauch dazu, dass wenn deren Anführer bezwungen wird, dass dann den Gewinner ein Wunsch gewährt wird. Und unser Wunsch war es, deren Geheimwaffe von den Nurgle so gefürchteten Geheimwaffe, den Chaos Emerald, uns zu überlassen. Und ja, jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir dabei schon mal zwei. Und jetzt können wir zu den Nurgle zurückkehren. Und wenn sie sich an unsere Abmachung halten, bekommen wir jetzt auch von ihnen den Chaos Emerald, denn damit hätten wir dann auch schon drei. Aber mal schauen, was jetzt die anderen mit uns zu palabern haben. Achso, ja, wir brauchen noch ein paar Teile für Rouge. Zudem müssen wir auch nochmal zu Nestor zurück, weil wir noch eine weitere Tafel gefunden haben. Was denn jetzt? Du bist in letzter Zeit... Ist das beschäftigt, was? Und was soll jetzt der Spruch? Ah, verstehe, ich war mal nicht im Team. Wenn ich mal gerade nicht mit Team Sonne durch die Gegend... Hirschen muss, bekomme ich Hausarrest und drehe Däumchen, während ich unsere Wette denn habe ich recht? Nein, danke, und ich fühle mich um einen Kran und du bleibst mir vom Pelz. Wieso müsst du auch immer alleine arbeiten? Weil ich es nicht fertig bringe, hier rumzusetzen und nichts zu tun. Es gibt keinen Grund, warum wir hier sind und selbst deine bescheuerten Regeln ich nicht davon ab. Du weißt doch nicht, dass du kannst, Sonic, aber wenn ich helfen muss, mache ich das auf meine Art. Na gut, also bereit, was ich brauchen. Ich bin hier, weil ich X erlegen möchte, genau wie du. Ich bin zu allem bereit, wenn du dazu dienst, in das Handwerk zu legen. Also hör dich auf, zu nerven, mach deinen Job. Okay, ich glaube, das Gespräch lief jetzt nicht gerade so gut. Die Auswahl war wahrscheinlich jetzt nicht die beste. Na egal, das ändert ja nichts am Verlauf der Story. So, nochmal zurück zu Nurgle. So, und da brauche ich wieder mal... Obwohl, ich kann es auch ohne Team Rose... Naja, ich brauche auf jeden Fall einer, der unbezwingbare Fähigkeit hat. Also Big muss auf jeden Fall mitkommen. Ja, wenn dann, wenn schon, denn schon Team Rose und gut ist. Gehen wir's an. Wahrscheinlich sind die Nurgle uns immer noch feindlich gesinnt. Wir sind wieder da! Los, sprich mit der Nurgle-Königin! Es wäre lieber, wenn uns gleich jemand zu ihr hinbringen würde. Oh. Ich schätze mal, das tun sie gerade. Oder nein. Sie sind uns feindlich gesinnt. What the f... Achso, das ist eh die Königin selber. Was ist das, Leute? Entschuldigung für die kleine Show. Wir können es kaum erwarten, euren Fund zu sehen. Ja, die Geheimwaffe dazu. Das ist ja ein Edelstein wie unser Kraftjuwel. Ja, das ist ein Chaos Emerald. X hat sie aus unserer Wette gehabt und euch dazu ihr einen gegeben. Dann hat Lord X uns angelogen. Und darüber wundern sie sich noch? Nehmt das unser Kraftjuwel, nutzt es, um Lord X zu vernichten. Er soll für seine Lügen bezahlen. Herrscht jetzt wieder Frieden mit den Zoo? Frieden zwischen uns Zur gibt es nicht, aber wir versuchen, die Feindseligkeiten gering zu halten. Kämpfst du mit gegen X? Der Nocturnus Clan ist zu mächtig für uns, aber wir wünschen euch alles Gute und wir werden euch so gut es geht helfen. Danke! Ihr seid jederzeit willkommen in unserer Heimat. Seid ihr seit unserer Heimat willkommen. Kein Nurgle wird euch mehr angreifen. Vorsicht, der Nocturnus Clan ist gelandet. Man sucht nach euch. Wir werden auf der Hut sein, danke. Damit haben wir schon den dritten Chaos Emerald und wieder ein paar Erfahrungspunkte. Na, sehr gut. Das heißt also, die greifen uns nicht mehr an, oder wie? Daran werde ich mich nicht gewöhnen. Weiter so, Team, jetzt haben wir drei Chaos Emeralds. Und das ist der Sektor Cherib, die Heimat der Vuxai. Wir können eine kleine Verstoffpause anlegen, Sonic. Wenn noch etwas zu unternehmen willst, dann ist Zeit dazu. Na, wir sollten jetzt gehen. Okay, greifen wir uns also nicht mal an. Nö, mit denen können wir jetzt einfach ballern.
muss weiterarbeiten. Ja, man sieht es jetzt schon hier. Jesuiten und Nocturne am Start. Also, komplett ohne Feinde ist kein Gebiet. Kein aktuelles Gebiet wird ohne Feinde hier. Also wird jetzt komplett ohne irgendeinen Feind, den man bekämpfen muss. Also, es wird sich in kein Gebiet jetzt. Wie soll ich das ausdrücken, mein Gott? Oh, was ich sagen möchte. Keins der aktuellen Gebiete werden wir bestreiten können, ohne dass jederzeit ein Feind auf uns lauert. So, jetzt haben wir es endlich. Wir haben es geschafft. Ich kann es nicht glauben. Meinst du, Nerigel und die zwei werden Freunde werden? Wir können Freunde werden? Ich hoffe es. Das ewige Bekriegen hat ihnen jedenfalls nichts gebracht. Was machen wir nun? Wir müssen die anderen vier Chaos Emeralds finden, ehe wir gegen X antreten. Ich habe Chaos Emeralds in Sektor Cherub entdeckt. Wir sollten nur das nächste suchen. Wähle uns ein Ziel auf der Karte, sobald du bereit bist. Logo! Und ich würde sagen... Moment, was für eins ist es? Die Zoa? Die Kronkolonie, da müssen wir als nächstes hin, weil wir wollen ja noch Nestor, ist ja eine Steintafel übergeben. Na schön, da werde ich dieses Mal mein Kämpferteam wieder wählen, nämlich Shade, Knuckles müssen auf jeden Fall dabei sein. Und Shadow darf sich auch dazu gesellen. Ja, und Knuckles erreicht auch wieder Level Up. Sein Glück steigern wir wieder mal. Und wir können wieder... harter Kurs. Ja, wenn wir damit... Okay, ja, das ist perfekt. Die sind genau richtig. Wir haben genau das Team genau richtig eingestellt. Shadow erreicht auch ein paar Level-Ups. Sein Glück ist wirklich ziemlich niedrig. Oder kommt das nur vor? Moment. Wie bitte? Wir können das Glück nicht mehr weiter aufboosten? Was? Mehr geht nicht? Okay. Na gut, dann erhöhe ich jetzt noch die Angriffskraft. 15. Boah, was nehme ich denn da jetzt am besten? Weil wenn ich mal mit Team Dark da durchgehe, dann würde ich sagen Metallsturm. Und später mal das Fokusfeld. Passt schon. Gut. Ach, Shade natürlich auch. Die bekommt einen Geschwindigkeitsboost. Ansonsten müssen wir halt noch zwei Level warten, bevor... Müssen wir halt noch zwei Level aufsteigen, bevor wir noch eine Fähigkeit aufs Maximum steigern können. Denn Ameisenlandsturm muss ich auf jeden Fall aufs Maximum steigern. Diese Technik bringt's gegen den Gegner. Oh, aber aufpassen. Ja, aber die scheinen es dieses Mal nicht mehr direkt zu attackieren. Die rennen jetzt einfach hier nur so frei herum. Wahrscheinlich liegt das an unseren aktuellen Leveln. Na, die hier sind denn... Die verfolgen uns immer noch gerne auf der Karte. Wow. Auf die jetzt ist immer noch aufpassen. So, das ist ja die Heimat von Nestor, nicht wahr? Ja, tatsächlich, da bin ich richtig. So, Nestor. Also, du habt ja etwas für einen alten Nestor? Ja, mit was wird dein Haus gefunden? Ich habe schon lange keinen Kraftschraubenschlüssel wie diesen mehr gesehen. Ich hatte schon vergessen, wie die aussehen. Oh meine Güte, ich muss was im Auge behalten. Was denn, habt ihr sonst noch was? Hervorragende, gute Y-Leiter und der Tag ist gerettet. Ich werde emotional verzeihen. Was denn, habt ihr sonst noch was? Ich schätze, das ist alles. Danke, mein Freund. Allein diese Dinge in meiner Hand zu sehen, freut mich ungemein. Was tun? Kannst du die Tafel ansehen, die wir gefunden haben? Oh, interessant, was ist das? Oh, das ist Vorläuferschrift. Das ist tatsächlich sehr alt. Was steht denn da? Hier steht die Falle. Hätten die anderen Völker im Twilight-Raum erforscht und erkannt, dass sie mächtig und gefährlich waren. Wenn ich darüber nachdenke, mein Clan war so mächtig wie nie, als wir hierher gebracht wurden und die Kron, die Nurgle, die Zoa und die Vuxai. Alles sind auf ihre Weise gefährlich. Es scheint seltsam, dass wir hier gelandet sind, oder? Mal sehen, was ich sonst noch herausfinden kann. Kann ich das für euch tun? Ich habe eine weitere Tafel für dich. Interessant, was ist das? Hier steht, dass die Vorläufer den Twilight-Raum für eine Art Gefängnis hielten und man sie zur Strafe eher gebracht hätten. Das könnte stimmen, das hier ist nicht gerade das Paradies, im Gegenteil. Interessant, das hier würde doch gerne noch behalten. Vielleicht kann ich noch mehr herausfinden. Gibt es sonst noch was? Im Moment nicht. Wenn noch mehr Tafel findet, bringt sie mir bitte. Wir können so viel von den Vorläufern lernen. Naja, nicht gerade viel Erfahrung. Aber der Medisender, den kann man immer brauchen. Also einen Medisender kann man immer benötigen. Ich weiß allerdings nicht, ob ich mich vielleicht mal mit den Nocturnen anlegen soll, weil die haben ja alle so ein wichtiges Bauteil. Ja, ich tue es mal.
was er auch noch Rouge benötigt. Und jetzt mit unseren aktuellen Leveln müssten wir sie doch... Warte. Wagt er es immer noch, unseren Angriff abzublocken? What the hell? Der traut sich ja was. Sonic alleine kann keine richtig guten Power-Aktionen in diesem Team ausführen. Wie es scheint. Leider Gottes. Aber das kann wenigstens Shadow. Easy peasy. Oh oh. Schön aufpassen auf solche Art von Angriffen. Also vor solchen Angriffen, von solcher Art von Angriffen sollte man sich in Acht nehmen. Ach Mist! Wieso? Ich habe das doch verfolgt. Egal, was soll's. Hat wenigstens. Ach Mist. Jetzt habe ich nicht darauf geachtet. Mann, die machen immer sonderlich Damage. Boah. Ja, die haben nichts gebracht. Nee, ich lasse es lieber, bevor ich mich jetzt unnötig Zeit mit denen verschwende. Ist es besser, wenn ich mich jetzt so schnell wie möglich zum Schiff begebe, so zurück zum Schiff begebe und meine Reise fortsetze. Die anderen, die können einen jetzt nicht mehr gefährlich werden, weil die greifen jetzt nicht mehr direkt auf der Karte an. Man kann also in ihnen normal vorbeigehen und man muss aber trotzdem auf ihre Bewegungen achten, um sie nicht zu berühren und dann, um einen unnötigen Kampf vermeiden zu können. So. Okay. So. Das hier ist die Voxai-Kolon. Nee, Beta. Es gibt ja noch eine Alpha. Okay. Dann begeben wir uns dorthin. Das gibt jetzt auch noch einen Shop, habe ich gerade gesehen. Puh, da bin ich schon mal gespannt. Ich weiß jetzt nicht, was mich hier erwartet. Also weiß nicht mehr, was mich hier genau erwartet. Deswegen werde ich gleich standardmäßig wieder das Team Rose hernehmen. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Und jetzt starten wir durch mit Kapitel 9, Sektor Cherub. Okay. Hier sind wir, Sektor Cherub. Das hier ist die Voxai-Kolonie Beta, um ehrlich zu sein, hat nie viel mit den Voxai zu tun. Lord X hat befohlen, uns von ihnen fernzuhalten. Wo ist Angst, dass sie ihre kontrollieren könnten? Genau deswegen. Das hohe Gemüt der Voxai erhält den Frieden, indem sie die Daten eines Volkes kontrolliert und beeinflusst. Die Nocturnus-Patrouillen wurden von allen Seiten beobachtet. Viele meiner Genossen waren unter der Kontrolle des hohen Gemüts. Wir sahen sie nie wieder. Ich denke, wir können uns auf den Schutz des Chaos-Sammlers verlassen. Verlassen wir aber das Schiff, sind wir unter Umständen verwundbar. Hey, das letzte Mal, als die zwei angegriffen haben, hatten wir gerade das Schiff verlassen. Wie das hier sind wir ihnen bereits einen Schritt voraus. Wir haben keine Wahl. Um es gegen X aufzunehmen, brauchen wir die Chaos Emeralds. Und zwei davon befanden sich hier in diesem Sektor. Meine Gedanken sind stark. Ich fürchte mich nicht. Bitte, mein Freund. Viele starke Angehörige des Nocturnus wankten ob der Macht des hohen Gemüts. Ich möchte nicht, dass auch du ihm anheimfällst. Wird schon gehen. Los, Leute, in Sektor Cherub befinden sich zwei Chaos Emeralds und die müssen wir finden. Hier in der Nähe scheint es eine Rampe zu geben. Vielleicht können wir dort los. Habe ich jetzt nicht zu Ende gelesen. Vielleicht können wir sie benutzen. Los geht's! Eine Rampe, ha? Huh? Nun. Dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um, hä? Huh? Komme ich auch mal runter? Oh, ja. Und das sind schon die Voxai. Und diese Kerlchen sind nicht ungefährlich. Die haben einiges an fiesen Tricks auf Lager, wenn ich mich richtig erinnere. Puh. Da ging es ganz schön zur Sache jedes Mal. Oh ja, und hier befinden sich auch noch, wenn man erstmals den Sektor durch hat. Was ist das denn? Was benötigt man denn hier, bitteschön? Ich habe das Gefühl... Teleportieren oder was? Da brauchen wir aber Shadow, verdammt.
Komme ich überhaupt wieder zurück? Naja, gut, kämpfen wir gegen... Achso, nein, die sind friedlich. Sie reden mit uns gar nicht. Hm. Wie kommen wir hier hoch, bitteschön? Wahrscheinlich durch einen der Türen. Hm, scheinen uns alle friedlich gesinnt zu sein. Niemand will mit uns hier reden. Das heißt, niemand will mit uns reden. Die werden vom hohen Gemüt gesteuert. Sie machen ihre Arbeit widerspruchslos. Das ist traurig, aber wenigstens effizient. Sonny, wir müssen dem Ende setzen. Mal sehen, ob wir mehr herausfinden können. Vielleicht kommen wir an die Kerzenmütze ran, ohne dass es Probleme gibt. Träumen weiter. Wir müssen weit suchen, Team, und die Augen offen halten. Hm. Na gut, solange sie uns nichts tun, ist das... ist alles Paletti. Oh, was ist mit den Roten hier? Seid gegrüßt, niedrige Gemüter. Du kommst mir bekannt vor... Oh ja, du bist so gar nicht vor allzu leider vorbeigerannt. Ich erkenne dich daran deinen Kopf wieder. Ich habe auch nie jemanden so schnell reden gesehen. Du scheinst beinahe zu verschwinden. Lass mich raten. Habe ich mich wie ein Schatten bewegt? Genau, es kam mir höchstens seltsam vor. Ich kann nicht helfen. Weißt du etwas über Piraten? Piraten, ja. Ich habe die Geschichte von Piraten gehört, die zwischen den Kolonien Versorgungsschiffe angreifen und plündern. Ich meine mich zu erinnern, dass die Kronzölle betroffen waren. Eine Ladung Erz, die für die Zur bestimmt war, glaube ich. Vielleicht solltet ihr mit den Händlern der Kronkolonie sprechen. Wir sollten gehen. Und gut, auf Wiedersehen. Mit dem Händler? Hm, hier ist auch ein Stern. Es sind also gleich zwei Sterne. Vergesst, wo gehen wir als erstes hin? Hier geht's auch rein. Am besten sollte man sich wirklich hier mal genauestens umschauen. Man weiß nie, ob man nicht hier irgendwas verpasst. Ich sollte mich daran gewöhnen, nicht auf den PC dabei zu achten, sondern auf mein 3DS-Bildschirm, weil da steuere ich ja schließlich alles mit Touchscreen. Okay. Was ist hier los? Oh, der scheint... Der scheint aggressiv zu sein. Ring des Lebens. Ja, tatsächlich, das ist ein feindlicher. Unterworfener Voxai. Die sehen uns feindlich gesinnt. Na schön. Ich weiß nicht mehr genau, was die alles im Schilde geführt haben, aber die haben auf jeden Fall einiges an bösen Techniken drauf gehabt. Wenn ich mich richtig entsinne. Oh ja, sie können einen vergiften. Das ist schon mal ziemlich böse. Aber immer machen wir ziemlich viel Schaden. Das ist schon mal gut. Blöd, dass ich jetzt vergiftet bin. Bam, bam, bam. So. Immer feste drauf. Nein, nein, so nicht, Freundchen. Aus. Ah, verdammt. Ach, zum Glück. So, der erste ist schon mal weg vom Fenster. Das Gift muss ich was unternehmen. Naja. Aber aktuell sollte ich mich lieber erstmal auf den Kampf hier konzentrieren. So, wieder erfrischen. Der setzt auch wieder ein Luftschild ein. Ja, gut, dass meine Partner immer so gerne die Angriffe abwehren. Also so gut die Angriffe abwehren können. So, der zweite, nur noch einer. Hm. Wenn dazwischen keine anderen Gegner auftauchen, werde ich dann ab jetzt immer die Kämpfe schneiden. Ich hoffe nicht, wenn wir den jetzt bezwingen, dass dann die anderen sofort jetzt auch uns feindlich gesinnt sind. Aus! Hast du damit auf? Ich weiß auch nicht, wie viele Erfahrungspunkte die überhaupt nochmal geben. Könnten aber schon mindestens 4000 sein, schätze ich mal. Und tschüss. So viel zu dem.
6000! Alter, das ist viel. Das ist sehr viel. Das beschert natürlich Amy ein Level Up. Und da bekommt sie wieder einen Glücksboost. Und ich würde sagen, Schleudergang verstärke ich dadurch. 6000, das ist mal eine Hausnummer. Okay, die sind uns noch nicht feindlich gesinnt, aber ich kann mich erinnern, dass sie vielleicht dann später sich gegen uns stellen. Alter, ich brauche da Teleportation, um da reinzukommen. Und was ist das? Oh, damit teleportieren wir auch direkt. Ja, die wollen ja nicht mit uns palabern. Dann gehen wir mal hier rein und sehen, was uns hier erwartet. Vielleicht noch ein... Nein, dieses Mal nur ein Schauei. Weil wir wollen ja wirklich möglichst alles auf 100% abschließen. Ich schätze mir, vielleicht sollte ich da Shade einwechseln. Ich weiß nicht genau, was jetzt für Fähigkeiten hier benötigt werden, um mir alles zu 100% zu lösen. Also 100%ig lösen zu können. Aber Shade kann ja teleportieren. Das kann natürlich auch Shadow. Dann nehmen wir halt jetzt mal Shade, ihn, Knuckles und ja, Shadow, okay. Passt schon. So. Na dann, weiter im Programm. Jetzt können wir mal Shades Teleportationstechnik nutzen. Jawohl, und schon sind wir da, und schon konnten wir uns reinporten da. So, Geschwindigkeit. Juhu. Und schon sind wir hier angelangt. Oh, da wollte ich noch nicht hin. Nein, kehrt um den Dreh, Gemüter. Kehrt um. Wer bist du? Ich heiße Tebes und du bist Sonic the Hedgehog. Und das sind deine Freunde, fürs Erste jedenfalls. Feinde des Nocturnus Clans sind hier nicht willkommen. Wenn euch euer freier Wille lieb und teuer ist, ihr solltet jetzt gehen. Erzähl uns was über das hohe Gemüt. Bitte, bitte. Ich habe keine Werbung, keine Zeit. Es bohrt schon nach. Es sucht noch ein Gemüt, ein Mistverschwinden. Wo kennst du meinen Namen? Euer Namen ist nicht da, habe ich in Gedanken gesehen. Pardon, ich hatte vergessen, dass ihr nicht ihr Gemüt seine dachte, er hätte das gleich mir getan. Was ist hier los? Ich kann. Es geht nicht, tut mir leid. Ich fühle mich so verloren. Aber ihr... Sicher bist du dumm, ihr sucht nach mächtigen Gesteinen. Ja, die Chaos Emeralds, die Großen Emeralds, das hohe Gemüt ermächtigen. Ich weiß, dass das hohe Gemüt hinter euch hier ist und erzähl mir von Geschehnissen in Sektor Skala, die Zoa und Nurgle wieder versöhnt. Ich glaube, wir können einander Baby sein. Ihr bekommt eure Chaos Emeralds und die Voxel bekommen ihre Freiheit. Kommt zu mir nach Hause. Wir schmieden Pläne und entscheiden, was uns jetzt zu tun ist. Wie kommt es, dass vom Höhengemut nicht gesteuert wird? Psst, bitte, niemand darf wissen. Das Gemüt bin wie ihr. Ich kenne alles, wenn ihr unter vier Augen sind. Bitte sagt niemandem etwas. Und wenn ihr das Höhengemüt verfolgt? Das Höhengemüt weiß, dass ihr hier seid. Aber ich kann euch nicht finden. Noch nicht. Vielleicht schützt Emerald vor seiner Macht. Er wird euch nicht für immer schützen. Aber ihr seid weit vom Höhengemüt entfernt. Das sollte momentan Sicherheit sein. Dann fahren wir bei dir zu Hause. Seid vorsichtig, dieses Höhengemüt kann durch ihn Voxaya gehen. Er kennt den Feind erst, wenn es zu spät ist. Er verlässt uns, er fliegt Richtung Südosten. Wir müssen... dort muss sein Haus sein. Was eine merkwürdige Person. Mantarochen, Köln-Ding. Egal was. Er scheint sehr einsam zu sein. Wir müssen ihm helfen. Er ist vielleicht unsere beste Chance, in die Chaos Emeralds zu kommen. Und unsere beste Chance, den hohen Gemüt zu erwischen. Das hohe Gemüt zu erwischen, meint er wohl eher. Ja? So ist es. Da drinnen muss er sein. Da geht es dann, glaube ich, auch zum Alpha-Gebiet. Aber hier haben wir uns noch nicht komplett umgesehen, also wäre es besser, wenn wir uns hier nochmal umschauen würden. Noch sind sie uns hier nicht feindlich gesinnt, die ganzen Voxai hier. Dort können wir uns ja auch jetzt rein teleportieren. Aber das bringt uns anscheinend jetzt nicht wirklich was. Ja, die sind uns aber noch nicht feindlich. Nur ein einziger war bislang feindlich und der hat einen Haufen EP gebracht. Meine Fresse. Hier müssen wir eigentlich auch rein.
Aber was gibt es hier genau? Ah, ein... What? Ein Laden? Verstärkt hydraulisch. Was haben wir denn hier? Gibt es irgendwas zu kaufen, was benötigt wird? Das ist für die Verteidigung. Ich habe leider Gottes nicht so viele Ringe. Wozu gibt es denn hier einen Stern? Oder müssen wir mit dem palabern? Oder wir müssen anscheinend zu diesem einen... Da müssen wir hin teleportieren, aber wie kommen wir da hin? Muss es irgendwo einen Weg geben. Wahrscheinlich müssen wir zu diesem einen Händler von der Kronkolonie, aber... Ansonsten bin ich jetzt gerade, stehe ich jetzt gerade ziemlich auf dem Schlauch. Das führt mir wieder zurück. Jupp. Alter, das ist ein Irrgarten hier. Wieder mal. Man weiß nie, wo man als nächstes lang muss. Hier müssen wir auf jeden Fall weiter, aber noch bin ich hier nicht daran interessiert. Ich möchte hier, entweder hier ran oder zum... Oder beim Laden müsste ich was erledigen, aber sonst wüsste ich hier nichts, was ich noch tun könnte. Da ist ja noch so ein Ding. Vielleicht habe ich das noch nicht verwendet. Und vielleicht bringt es mich irgendwo hin, wo... Hä? Wieso bringt es mich an dieselbe Stelle wieder zurück? What the f... Oder ist es der kleine, das kleine Ding hier? Lass mich woanders hin. Sieht gut aus. Jo. Na also. Schon habe ich einen neuen Weg ebnen können. Nice. Jawohl, das wird uns diesen Haufen ringen. Und damit können wir auch hier hoch. Endlich. Jetzt geht's mal hier weiter. So, noch ein Schauerei fehlt uns. Dafür wird 13 Ringe. Gut, dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Und hier gibt es einen nicht aggressiven und... Ah, ein Nocturnus Relikt. Jawohl. Brauchen wir ja für... Für Nestor. Gut, gut. Sehr gut. Sehr nice. So, jetzt gucken wir uns noch, mal schnell hier rein. Was gibt es denn hier Feines? Einen weiteren Schatz. Oh, ein Zoa-Schild. Energieschild, hohe Steigerung der Abwehr. Alter, das ist ein geiles Ding. Der will nach wie vor nicht mit uns palabern. Alles klar, Herr Kommissar. Na gut, wo gehen wir jetzt lang? Ich würde sagen, wir nehmen mal hier... Was? Achso, Moment, warum kann Shadow denn sowas nicht? Warum sind alle immer so beschränkt? Das sieht gut aus. Mir fehlt noch der letzte Ring hier, yay! Und es ist noch ein Schauei, das muss ich hoffentlich hier drin, das sich hoffentlich hier drin befindet. Sind das scheint der Aufbewahrungsraum von Thebes zu sein. Ich glaube, ohne Thebes einwählen dürfen wir jetzt einfach seine Sachen rumwühlen. Komm doch rein, ich fahre mit das hier. Ach, das ist sein Zuhause. Ups. Kommt doch herein, ich freue mich, dass ihr hier da seid. Ach, Sonne ist so furchtbar. Wir Ruxer waren ein so friedliches, sorgloses Volk. Jahrhundertelang nutzt das hohe Gemüt großen Taten. Aber vor nicht allzu langer Zeit tauchen die großen Emeralds auf und alles wurde anders. Die Motivation des hohen Gemüt wurde zu befehlen, die keinen Widerstand zuließen. Ich hoffe inständig, dass ihr uns dabei helfen könnt, dass alles wieder wie früher wird. Was passiert? Was passiert, als die Emeralds auftauchen? Das hohe Gemüt erteilte uns früher mentale Aufträge, sodass wir wussten, dass jeden Tag zu tun war. Jeder Voxai kannte seine Bestimmung und alle arbeiten zusammen.
Aber mit großen Emeralds ist das hohe Gemüt in der Lage, unsere Gedanken zu kontrollieren. Sie keine Vorschläge mehr, sondern geben Befehle. Das ist ja schrecklich! Wie wär's denn gegen das hohe Gemüt? Als das hohe Gemüt anfing, unsere Gedanken zu steuern, setzten sich einige von uns zur Wehr. Wir Wuchser haben einen starken Willen, wenn wir uns etwas von ihm schaffen wird. Für gewöhnlich auch. Ich nehme an, dass die Freiheit manchmal ist als anderen. Das sind wenigen, die sich wehren. Du scheinst sehr einsam zu sein. Das bin ich, aber jeden Tag werden mehr von uns zu niedrigen Gemütern. Ich glaube, ich finde langsam eine neue Bestimmung. Was können wir tun? Die großen Emeralds werden in Kolonie Alpha uns Heimatwelt aufbewahrt, aber das hohe Gemüt hat vor, einen herzubringen in die Kolonie Beta. Wenn das gelingt, verwirren wir unter Umständen unsere Widerstandskraft. Aber wenn wir das verändern, können wir den Emerald an uns nehmen. Und die Betaner von Kontrolle durch das hohe Gemüt bewahren. Können wir die Kolonie Alpha nicht direkt angreifen? Nein, euer Schiff kann nirgends landen und teleportet es zur Kolonie Alpha ist psychisch gesperrt. Selbst wenn er es dorthin schaffte, ohne den Schutz eines großen Emerald der Kontrolle des hohen Gemüts ausgeliefert. Das machen wir. Der große Emerald wird in kurzer Zeit Kolonie Beta gebracht. Wir müssen schnell sein, wenn wir zurückholen wollen. Hä, warum wechseln wir vorne Farbe? Was? Nein, man hat mich gefunden! Oxide, Tevis, du wirst des Widerstands gegen das Urgemüt beschuldigt. Bleib, wo du bist, wenn du am Leben bleiben willst. Oh nein, schnell! Lauf weg, Sonic! Dumme, niedrige Mütter, weglaufen vor dem Urgemüt ist zwecklos. Oh shit. Ei, die sind alle unterworfen worden. Na schön, volle Pulle, ne? Hammer kräftig auf den Putz, dass es kracht. Ameisen-Igel-Ansturm hier und da. Und Shadow kommt gleich mit Atomtreffer. Und Chaos Speer. Oh, bitte nicht vergiften. Alter! Mann, das geht mir richtig auf den Keks. Vor allem, wie sind die so viel schneller? Verdammt, ey. Was macht, wenn das trifft? Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Ach komm, wieso ging das jetzt schief? Ich hab doch direkt dann geklickt, wenn es grün wurde. Also direkt dann drauf gedrückt, wenn es grün wurde. So. Oh, die haben eine Elektroschwäche. Das ist nice. So, einer ist schon mal weg vom Fenster. Auf einmal dann, wenn man vergiftet ist, dann... dann erst Werte ab. Dass es nicht gleich sofort geschehen kann, wundert mich schon ein wenig. Wieso? Ach, was soll's. Mir ist lieber, wenn sie gleich mit den nächsten Angriffen den letzten vorknüpfen würden. Mann, das ist jetzt Parade an, ich glaub's ja nicht. Jetzt kommt, mach den nieder, ey. Alle auf ihn! Jetzt ist Schluss, ey. Los, Angriff! Wird's bald? Come on, Shadow. Yes! Hat er ihnen den Rest gegeben? 8000! Ey, das wird ja immer mehr und mehr und mehr. Das ist nice. Damit steigt auch Shade auf Level 15. Angriffsboost. Und das war's. Oh nein, meine Freunde, das hohe Gemüt muss den Emerald bereits umgesiedelt haben. Das Gedol über meine Freunde ergriffen. Wir müssen schnell sein. Ich werde nachsehen, wenn er noch gegen uns gewandt hat. Pass auf dich auch, Tabs. Um mich braucht ihr keine Sorgen zu machen. Ich bin es gewohnt, hier ungesehen herumzuschleichen. Viel Glück, meine Freunde. Alles klar. Okay, jetzt können wir uns das mal angucken. Was? Hey! Ah, super. Ich will mir das doch mal angucken, was da Schönes drin ist. Uh-oh. Jetzt sind sie... Haben sie sich alle gegen uns gewandt. Jetzt geht's richtig los. Was ist eigentlich mit den Teleporter... Mit den einen Teleporter da unten?
Ich würde so gern wissen, was es mit dem auf sich hat. Also wenn jetzt jeder Kampf 6000 Erfahrungspunkte gibt, na dann würde ich am liebsten jetzt jeden Kampf hier bestreiten. Aber das wäre doch eigentlich jetzt schon ein bisschen zu viel des Guten. So, wie komme ich jetzt ins Luftschiff rein? Hier. Ich will mich jetzt mal kurz nochmal heilen. Wir haben ja alle Ringe, aber uns fehlt immer noch ein... Uns fehlt immer noch ein Schau-Ei, das hier noch irgendwo zu finden sein muss. Der kleine Teleporter war das doch, oder? Am liebsten würde ich jetzt die Kämpfe meiden. Ich tue das jetzt mal am besten. Um es ein bisschen spannender zu gestalten. Nein! Und Shadow darf sich wieder im Level abfreuen. Aber sein Glück kann nicht weiter erhöht werden. Haben wir schon die Grenze erreicht. Tja, dann bekommt er jetzt halt einen Angriffsboost. Gehört auch nochmal dazu. So. Chaosstoß. Fokusfeld kaufe ich mir mal. Passt schon. Für diese Gegner gibt es jetzt mal 6000 Erfahrungspunkte. Das ist schon eine Nummer. Echt nicht schlecht, Herr Specht. Na gut, das war doch der kleine Porter, den ich nutzen sollte, oder? Jupp. Da müssen wir hin. Oh mein Gott. Die sind alle aggressiv, das ist echt nicht gut. Bloß aufpassen. So. Achso, der ist nicht feindlich, was? Was ist mit dem? Ich höre die Stimmen nicht. Für ein paar Frauenstein, Feierabfang. Ihr seid da nicht sie, ihr seid niedrige Gemüter. Könnt mir helfen, uns helfen, bitte, ihr müsst uns helfen. Könnt ihr denn helfen? Mein Name ist Crossio. Crösus. Ach, Crösus! Ich kann es nicht hören, das hohe Gemüt. Ihr Stimmen geben mir Sinn, meine Familie und ich, wir alle haben unsere Stimme verloren. Was meinst du damit? Wir hören die Gedanken nichts als Rauschen, so als würden die Signale so ungemützt durch etwas gestört. Wir haben Nocturnus Spee in der Kolonie und herschleichen sehen, doch waren zu abgelehnt, als dass wir daran etwas Auffälliges gefunden hätten. Wir sind keine Gemüter, wir sind Voxai, doch diese Stille macht uns zu schaffen. Was hat das so klar davor, das Urgemüt zu blockieren? Ich weiß es nicht. Alles, was ich sagen kann, ist, dass Urgemüt nicht mehr denken hören können. Es ist einfach schrecklich. Könnte das Urgemüt nur gestört sein? Ich muss sie fragen. Oh, ich kann ja nicht. Ich weiß es nicht und ich bekomme keine Antwort. Was ist mit Thebes geschehen? Oh nein, auch Thebes muss dieses Schicksal tun. Warum gerade er? Schlimm zu hören, dass er genauso leidet wie wir. Das Rauschen, ich kenne... Andere, die zu niedrigen Gemütern wurden und in Kontakt mit den hohen Gemüt verloren haben, empfangen wenigstens noch ein Signal, eben bloßes Rauschen. Wir fürchten, dass Gemüt etwas passiert sein konnte, doch unsere Nachbarn sind noch verbunden. Wir wollen sehen, was wir tun können. Hat Dank. Oh, wenn man bedenkt, die Rettung der Gedanken eines Wuchs seinen Händen niedriger Gemüter. Tja, okay. Der ist wenigstens noch friedlich, der Kleine hier. Haben wir überhaupt mal schon hier reingelinst? Anscheinend, weil hier ist, gibt es nichts zu sehen. Wo führt uns der Teleporter jetzt eigentlich hin? Aha! Was, ist das wieder ein Nocturnus-Speer? Das sind vielleicht diejenigen, die Crösus vorhin gesehen haben. Ich frag mich, ob es mit dem Problem von Crösus Familie zu tun haben. Sehr schön, so. Hier ist das letzte Ciao-Ei und damit haben wir hier zu 100% das Gebiet abgeschlossen. Doch was es jetzt mit diesem Nocturnus-Speer auf sich hat, erfahren wir dann im nächsten Part. Und wie immer gilt es, wenn es gefallen hat, dies zu bestätigen mit eines Klicks auf den Like-Button und dem Video und dann sehen Sie wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid da wieder mit dabei, seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush4Lific89, bis zum nächsten Part von Let's Play Sonic Chronicles, die dunkle Bruderschaft. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute.